Wenn wir so eine Weicheierkultur haben, in der jeder sagt, joch, war halt nix, probieren wir es noch, dann wird das nichts. Fehler. Fehler ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns erlauben können müssen, Fehler zu machen, auch auf der Arbeit. Weil wenn wir diese Kultur nicht haben, dann passieren zwei Sachen. Das eine ist, es gibt überhaupt keine kreativen Ideen mehr. Das Einzige, was überhaupt auch nur vorgeschlagen wird, ist die sichere Bank. Ja, das klappt sicher. Aber das wird nie irgendwas weltbewegend Neueres sein. Das sind inkrementelle Sachen und dann entwickelt sich das bei uns auch so, na, vielleicht ein bisschen nach oben. Aber wir werden nie den Durchbruch nach oben schaffen, wenn wir nicht aus dem Quark kommen. Wenn ich mich nicht traue, irgendwas Neues zu denken, weil ich Angst habe, furchtbar auf die Nuss zu kriegen, dann wird das nichts. Das ist auch der zweite Punkt. Wenn ich mich dann an irgendwas committed habe, muss ich das auch möglicherweise beenden können, wenn es nichts ist, ohne mein Gesicht zu verlieren. In diesen starren Kulturen funktioniert das nicht. Ja, wir haben uns entschieden, wir werden das jetzt machen. Dann reiten 2 Jahre lang alle auf einem toten Pferd, ja, weil sich keiner traut zu sagen, du, auf dem Ding, auf dem du sitzt, das riecht schon komisch, es wäre mal Zeit abzusteigen. Nein, das wäre ja, geht gar nicht. Und das ist Quatsch. Insofern brauchen wir eine Kultur, die zulässt, A, ich darf etwas sagen, was vielleicht in die Hose gehen kann und B, ich darf auch sagen, ich habe es verbockt. Weil ich mache das ja nicht mit Absicht. Wir geben uns alle Mühe, dass das, was wir uns überlegt haben, auch wirklich klappt. Und das finde ich gut. Und es wäre schön, wenn Ihr Chef Sie ab und zu auch mal lobt und sagt, du hast einen richtig dicken Bock geschossen, aber ich bin stolz auf dich, weil wir haben was gelernt. Hat nicht geklappt, finde ich schade, aber es war gut, dass wir es getan haben. Das ist Fehlerkultur, wie sie sein sollte. Wenn Sie ganz wild haben wollen, dann machen Sie eine Fuck-Up-Night. Stellen Sie sich hin, PowerPoint, die größten Dinge, die ich dieses Jahr in den Sand gesetzt habe. Das geht, man kann das machen. Ich finde es auch in Ordnung, solange man Spaß dran hat. Aber, jetzt kommt wieder die andere Seite, was ich überhaupt nicht in Ordnung finde, ist dieser Kult ums Fehlermachen. Oh, es ist toll, wenn du Fehler machst und es ist so fein, weißt du, wer viele Fehler macht, der macht auch viel Fortschritt. Bullshit, Fehler sind unangenehm. Vor allem Ingenieure hassen es Fehler, sie können sich in manchen Sachen auch keine Fehler erlauben. Wenn ihr Auto gegen den Baum fährt oder das Flugzeug vom Himmel fällt, ist das Kacke mit den Fehlern, das geht nicht. Ja? Aber ich muss anerkennen, ich gebe mir Mühe, manchmal klappt es nicht. Aber ich muss dahinter stehen, dass ich auch wirklich versuche, bis zum Ende zu kommen. Wenn wir so eine Weicheierkultur haben, in der jeder sagt, joch, war halt nix, probieren wir es noch, dann wird das nichts. Ich finde, wir sollten erwachsen und professionell sein. Und dann schaffen wir es auch, unsere Fehler zu akzeptieren, aus ihnen zu lernen und doch zum Erfolg zu kommen.